einzelne Nationalstaaten getrennt hat und dann Faisal zum Beispiel als König in den Irak eingesetzt hat? War es nicht Roosevelt, der sich mit Abdul Aziz bin Saud auf der USS Lincoln, dem Flugzeugträger, getroffen hat und dort Militärbasen und Schutzzuweisungen sich ausgetauscht haben? War es nicht der Westen, der auch Israel in unseren Ländern gegründet hat? War es nicht der Westen quasi, der diese Regierung von Maliki, diese diktatorische Regierung, für die Deutschland die Polizei ausgebildet hat, die letztendlich zu der Gründung von ISIS geführt hat? Ich könnte Ihnen tausende weitere Beispiele nennen, unter anderem noch zwei Sätze, dass obwohl Bashar al-Assad seit einem halben Jahr seine Bevölkerung abgeschlachtet hat, dass Hillary Clinton in einem Interview sagt, wir halten Bashar für einen Reformer, wir wollen ihn nicht wie Gaddafi weghaben, sondern wir setzen weitere unsere Hoffnungen in ihn. Und wenn man sich jetzt auch ISIS betrachtet, profitiert nicht eigentlich nur der Westen von ISIS? Kann man nicht hier ISIS quasi nennen, ja, ihr Muslime, ihr wollt einen islamischen Staat? Wollt ihr so etwas? Wollt ihr Sklaverei und so weiter? Das heißt, mein Lösungsvorschlag, solange der Westen, und das kann keiner in diesem Raum widerlegen, wirtschaftliche Interessen, politische Interessen in unseren Ländern haben, sie die Finger in unseren Ländern weiterhin einsetzen, so wie John F. Kennedy meinte nach dem Putsch der Muslimbrüder, die Armee Ägyptens hat die Demokratie wieder eingesetzt. Meinte John F. Kennedy. Solange der Westen seine Finger in unseren Ländern hat, wird es weiterhin diese Strömungen geben, wird es weiterhin Streitereien unter den Muslimen geben und so weiter. Wir müssen zuallererst uns von den Einflüssen befreien, damit wir eine produktive, ohne voreingenommene Kenntnisse-Diskussion führen können. Jazakallah khairan. Super. Aber